Morgen und herzlich willkommen zur Adventsausstellung. Wochenlang haben wir gearbeitet und nun kommt einer der Höhepunkte im Blumenladen. Es ist alles da, es ist alles bereit, die gewickelten Kränze. Und wir haben wunderschöne Arbeiten gemacht, die wir ausdekoriert haben. Hier ist ein Bäumchen im Topf. Falls man es innen reinstellen will, haben wir den Topf mit Folie umwickelt. Schön dekoriert mit Lichterkette, Kugeln. Dann haben wir Gaultherien ausdekoriert. Sorry, hier fahren leider ein paar Autos, aber das lässt sich nicht ganz vermeiden vom Hintergrundgeräusch her. Kleine Gaultherien, die winterharte Scheinbeere mit Zapfen, Kugel. Haben auch Gaultherien in ein Steinbändchen. Ist wie ein kleiner alter Waschzuber. Ein herrliches Gefäß. Dann haben wir auch noch hier für winterharte Pflanzen Bäumchen gesteckt. Die habe ich im Video gestern gezeigt. Da stelle ich nochmal den Link dazu rein. Das ist ein ganz tolles Bäumchen, das man bis Weihnachten, egal ob drin oder draußen, schön dekoriert mit kleinen Elchen. Und was natürlich nicht fehlen darf an Weihnachten, das sind die Christrosen. Nicht nur an Weihnachten, weil die blühen ja den ganzen Winter. Ich habe zu Hause auch so eine tolle Christrose und ich zeige dir mal ein Foto, wie die bei mir auch draußen steht. Haben wir auch mit Lichterkette dekoriert und den Topf einfach mit Filz eingepackt. Und man sieht, was die Deko ausmacht. Und man kann die Christrose natürlich auch nur winterlich hinstellen oder einfach ganz pur in den Korb. Und hier sieht man, wie viel Knospen die noch hat. Auch. Hier ist nochmal ein gestecktes Bäumchen. Man sieht unten wieder mit Moos, mit Sternchen. Schön dekoriert. Und zu Weihnachten, da dürfen natürlich die Türkränze nicht fehlen für ein schönes Entree. Ich habe hier einen ganz tollen natürlichen Türkranz. Der ist nur mit Natur, mit Magnolienzweigen, Walnüsse, Haselnüsse, Kokossternchen und natürlich diese kleinen schönen Elche, die dürfen nicht fehlen. Ich muss noch mal ein bisschen Heißklebefäden. Das ist natürlich alles ganz frisch von der Werkbank. Und hier ist ein Türkranz, der hat noch mal abfließend die Kugeln und er hat ein gemischtes Material. Der ist aus Nobilis Conifere und das macht natürlich auch sehr viel Leben aus. So, und dann geht es natürlich rein. Herzlich willkommen zur Adventsausstellung bei Flowerstyle. Ganz neu. Wir haben einen Türkranz gemacht aus Tannenzapfen. Da haben wir Strohwürmer drunter gemacht, die man natürlich nicht mehr sieht. Man klebt es schön mit Filz ab, dass die Türe nicht verkratzt wird. Und dieser Türkranz ist zum Aufhängen. Und da haben wir auch eine Lichterkette reingearbeitet. Ist das im Dunkeln, ist das natürlich noch viel, viel schöner, wie wenn es hell ist. Dann haben wir frisch gesteckte Arbeiten gemacht. Hier ist frisches Mosi drunter, eine Table-Deko, Zapfen, Kugeln, auch schön mit Ilex gemacht. Das ist jetzt mit den kleineren Kerzen und es gibt auch Unterlagen, die mit Zapfen gearbeitet sind. Verschiedene Zapfenarten. Das ist eine Unterlage, die kann man auch jedes Jahr wieder verwenden und grünt die Unterlage frisch aus mit den Kerzen. Dieses Jahr haben wir viele Arbeiten auch mit Gläsern gemacht. Ausdekorierte Gläser, macht unheimlich Stimmung und es ist sehr, sehr sicher, die Kerze im Glas anzubrennen. Und die haben wir auf ganz viele Arten und Weisen ausdekoriert, haben auch hohe Gläser genommen. Dazu wird es noch ein Video geben, zum hohen Glas mit Zweig, wie man das ausdekoriert. Aber das wird später kommen. Dann, es will nicht jeder vier Kerzen, es gibt auch Leute, die wollen eine Kerze. Und hier haben wir die Kerze wieder in ein Glas gestellt, aus Sicherheitsaspekten, weil ansonsten brennt natürlich der ganze Kranz gleich ab. Und den Kranz, haben wir, weil ich bin ja ein totaler Naturfreak, mit Rinden und Ästen verkleidet. Und die Strohrömer sind in Moos gewickelt. Unser Highlight der Adventsausstellung ist ein Hängekranz. Hier sieht man, der Kranz schwingt so schön. Der ist an einem Birkenstamm in diesen Topf gearbeitet. Das ist ein bisschen eine kleine Spezialarbeit, weil den muss man dann rein zementieren. Sonst hält er nicht und sonst haben wir auch keine stabile Basis. Und auch die Schleifen sind natürlich mit Drähten unterstützt. Dann gibt es die schönen Laternen.
auch in einem der letzten Videos waren die zu sehen. Dazu stelle ich nochmal den Link ein. Und selbst, die finde ich auch cool. Und die Gans, ich sage Nein zu Weihnachten, die darf bei mir nie fehlen. Und auch die Orchideen wurden weihnachtlich dekoriert. Mit Kugeln, mit Moos, mit ein bisschen Konifere. Und dann ist auch so eine Orchidee schon ein sehr, sehr schönes weihnachtliches Geschenk. Laternen habe ich auch wieder hier. Dann haben wir schöne Türkränze gemacht. Ich zeige mal hier diesen Creme-Gold. Gemischten Türkranz, gemischtes Material. Kleine Bäumchen. Wieder auch unsere weihnachtlichen Orchideen hier mit Leichenzapfen dekoriert. Hier haben wir ein kleines Kränzchen auf einer Schieferplatte. Eine dicke Kerze mit Wellingtonia-Zapfen, der Mammutbaum. Über den habe ich in einem anderen Video schon gesprochen. Ganz tolle, seltene Bäume, die allerdings, ich lerne auch nie aus, es gibt ein Verzeichnis dieser Mammutbäume, also es lässt sich erfragen, wo diese Mammutbäume wachsen. Aber ich schreibe den Namen nochmal genau rein, weil eine aufmerksame YouTuberin hat auch herausgefunden, wo in ihrer Nähe diese Mammutbäume vorhanden sind, und sie hat es auch tatsächlich gefunden. Nicht fehlen dürfen in der Adventsausstellung natürlich die Amaryllis. Schön dekoriert. Wenn die raustreiben, dann wachsen die ja richtig, richtig hoch. Das haben wir hier mit Magnolienzweigen, Ilexblättern. Und was wir gemacht haben, ist, damit man die Amaryllis so hinstellen kann, ist den Topf mit Folie umwickelt und dann mit Filz. Und damit jeder weiß, welche Blüte rauskommt, haben wir nochmal das rote Schildchen. Aber rote Deko, rote Blüte empfiehlt sich. Sollte also schon dazu passen, farblich. Es gibt auch immer Leute, die sagen, sie wollen keine Kerze. Deswegen auch mal ein Gesteck ohne Kerze, dass man unbeaufsichtigt schön die Lichterkette anlassen kann. Wir haben alle, das ist ein gewickelter Kranz. Also gewickelt ist ein Kranz auf Strohrömer gewickelt. Mit kleinen Kerzen, natürlich dekoriert, mit Orangenscheiben, Nüssen. Das ist ein Kranz mit einer sogenannten Kopfgarnitur. Hier wird vorne mehr dekoriert, und das machen wir, wenn wir den Kranz hauptsächlich, wenn der von vorne angeschaut wird, dann empfiehlt es sich, die Kerzen nach hinten zu arrangieren. Und das ist sehr, sehr schön, wenn der Kranz zum Beispiel am Tischende steht. Nicht fehlen dürfen in der Ausstellung auch immer die sogenannten Dauersträuße. Das sind Sträuße, die tatsächlich bis in das neue Jahr halten. Das nadlige Grün, Zapfen, Kugeln, auch hier wieder kleine Elche. Aber das ist ein Strauß, dessen Grün so gut hält, dass man den ganz toll schon zur Adventszeit hinstellen kann oder auch als Geschenk. Das ist eben nicht wie ein Blumenstrauß, der nach einer Woche verwelkt. Den haben wir in Rot gemacht, in Grün. Vielen Dank an die Kamera, die meinen schnellen Beschreibungen folgt. Dann haben wir noch etwas ganz Spezielles. Moment, muss ich mir kurz den Weg bahnen. Etwas ganz Spezielles ist hier dieser doppelstöckige Adventskranz. Der wirkt so elegant. Ich gehe absichtlich mit der Hand dran. Der wirkt so elegant, weil der so hoch ist. Ja, und ich sage immer, Höhe macht wertig. Und das sieht man auch, das macht hier ist ganz toll wertvoll. Es ist immer ein schöner Übergang, ein kleines Bändchen an die Kerze zu machen, als Übergang zum Kranz. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Dann gibt es frisch gesteckte Adventsgestecke. Das hier ist jetzt frisch gesteckt. Das heißt, das Grün ist in Mosi gesteckt und dadurch kann es gewässert werden und hält sehr gut, sehr, sehr lange. Das ist ja bei den Adventskränzen auf Strohrömer nicht der Fall. Also ist alles ein bisschen Unterschied, auch von der Haltbarkeit her. Ja, Lichterketten sind natürlich auch immer voll im Trend, weil hier ist dann ein Dauerstrauß mit Lichterkette. Und in den Abendstunden, egal ob drin oder draußen, ist wunderschön. Macht gleich mehr her. Diese Lichterketten sind mit Timer. Ich werde ja öfters gefragt, wo es die gibt. Ich habe die nicht auf Amazon gefunden, leider. Hier haben wir sie auch noch in ein Adventsgesteck eingearbeitet. Ich verschicke die per Warensendung, wenn sich jemand dafür interessiert. Ich schreibe das auch noch in die Beschreibung.
Dann, was auch von unseren Kunden sehr geschätzt wird, ich nehme das mal hoch, dass man es besser sehen kann, das ist ein Gesteck mit einer Zapfenunterlage. Es sind also verschiedene Zapfen mit Natur, sehr schön arrangiert und eigentlich nur oben ausgegrünt mit den Kerzen. Hier in dem Fall sind das metallic-rote Kerzen, die noch diesen schönen, edlen Schimmer haben. Das ist für einen länglichen Tisch eine sehr, sehr schöne Deko. Haben wir auch in länger gemacht mit dickeren Kerzen. Und weil wir bei dem Thema Gläser dieses Jahr auch sehr, sehr gerne Arrangements machen, haben wir hier noch mit einem Band dekoriert. Und wenn man ein bisschen reinguckt, ist auch innen aber wenig Deko und vor allem nicht Deko, die möglichst wenig brennbar ist. Das ist ganz wichtig. Und was ich liebe, ist, das achte ich immer sehr darauf, dass die Gläser dick sind. Und man sieht ja hier, gemessen an meinem Finger, das ist ein Glas. Wenn man das anfasst, da hat man nicht den Glasscherben in der Hand, dann kann man das Glas auch super mit einer Hand einfach anfassen. Das macht einfach Qualität aus und das ist mir total wichtig. Hier ist auch wieder ein Glas, ein hohes Glas. Ich nehme das mal so. Das ist auch ein ganz dickes, hohes Glas mit Lichterkette. Schön dekoriert. Das folgt in einem der nächsten Videos, wie vorhin gesagt. Habe ich schon angekündigt. Schöne Zweige sind immer gut. Also beim Spazierengehen mal schön die tollen Zweige sammeln. Zum Thema Gläser haben wir hier auch weitergemacht. Hier ist ein natürlich dekoriertes Glas ohne Kugeln, nur Zapfen, Zimtstangen, Nüsse. Hier sind diese so kleine Haselnüsse. Das ist ein Magnolienzweig, der besonders hübsch ist, wenn er so bemoost ist. Es macht ganz viel Stimmung. Nur ein Sternchen an den Zweig. Das ist einer meiner Favoriten der Ausstellung. Passend natürlich zum Glas, auch in grün dekoriert. Kleine Bäumchen. Das sind jetzt Bäumchen mit Wurzel. Das sind echte Bäumchen. Es gibt aber auch Bäumchen. Moment. So. Es gibt aber auch Bäumchen aus Moos. Das ist aus Moos gearbeitet. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber falls ihr das sehen wollt, auch für Weihnachten, wie das gemacht ist, kann ich dazu noch ein Video machen. Schreibt doch einfach in den Kommentaren mal, ob ihr das auch gerne sehen wollt, wie das gemacht wird. Weil das war noch nicht auf meiner Agenda der Videos. Eine wunderschöne Unterlage für Adventsarbeiten ist auch eine Schieferplatte. Die Kerze, die habe ich in diesem Fall ein bisschen erhöht, dass die besser rauskommt. Und das ist natürlich auch zum Thema Brandschutz, dass die Kerze weiter weg ist von den Zapfen und Arbeiten. Sind hier ist auch nur mit Natur gearbeitet. Ein bisschen Glitzersternchen dazwischen, wenig Kugeln. Und die wenigen Kugeln und Sternchen machen einen ganz tollen Effekt an der Arbeit. Und eine runde Schieferplatte lässt sich auch sehr schön für ein sogenanntes rundes Sushi-Gesteck benutzen. Das kommt bestimmt im Frühjahr. Es gibt ja noch Pläne und neue Sachen. Ja, die Amaryllis. Wenn man die Amaryllis pur einfach so in einen Korb arrangiert, kann man auch noch ein bisschen Moos drauflegen. Ein paar Wipfel von der Konifere, ein paar Zapfen dazu. Sieht man, was es eigentlich für einen Unterschied macht. Hier stehen die eigentlich nur so, weil wir die zum Verkaufen so pur anbieten. Und hier oben sind nicht nur die schönen Weihnachtskarten, sondern es ist so unsere Amaryllis im Topf-Galerie. Und die werden auch unglaublich gern genommen. Die brauchen ein paar Tage, bis die Amaryllis natürlich rauskommt. Aber ich habe die auch schon verschenkt und die Leute waren begeistert. Völlig begeistert. Ja, hier kommen noch in Weiß kommen noch ein paar Arbeiten. Nicht nur die kleinen Bäumchen. Wo neben dem, hier ist der, da haben wir einen kleinen Elch auf diesem Spinosa arrangiert, der auch so im Wald, im Bäumchenwald spaziert. Das ist wieder ein frisch gesteckter Kranz. Der ist, ich zeige das mal,
Ich zeige das mal. Der ist auf einer gesteckten Unterlage. Ja, das ist ein Mosi-Ring. Und das hat den Vorteil auch, dann kann man den Kranz wässern. Und auch hier ist der Übergang zwischen dem Kranz und dem Grün mit einem kleinen Wollfilz gearbeitet. Und dieses Grün bleibt also wunderschön knackig bis Weihnachten. Und das ist eine sehr schöne natürliche Arbeit. Und durch das Grün legt sich auch die Tanne schöner auf den Tisch als bei einem runden Strohrömer. Ich bin ein totaler Fan von frisch gesteckten Kränzen. Finde ich wunderschön. Ja, und zu guter Letzt kommt noch ein Zapfenkranz. Auch hier, es ist eine sehr schöne, sehr stabile Unterlage. Und ja, das war schon der kleine Rundgang in unserer Adventsausstellung. Wir haben ganz viele Kunden, die bestellen anhand dieser Muster und suchen individuell mit ihren Farben aus. Jetzt geht in einer Stunde hier die Ladentür auf und dann geht hier auch gleich die Post ab. Und die Mitarbeiterinnen sind da, also die Morgenstunden, die haben wir hier sehr, sehr schön genutzt, um das alles zu zeigen. Und ich wünsche euch ganz tolles Gelingen bei der Gestaltung eurer Adventsgestecke. Es gibt immer wieder schöne weihnachtliche Arbeiten. Ich habe keine Adventskränze gezeigt, weil es die schon so oft gibt. Aber ich habe viele tolle weihnachtliche Arbeiten in den Videos. Es kommt jetzt auch wieder jede Woche eins. Und das heute ist ein extra Video, weil die Ausstellung, die habe ich nicht jeden Tag und die wollte ich unbedingt zeigen. Die ist so schön und so festlich. Das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Ich hoffe, das Video hat gefallen und freue mich auf die Kommentare und freue mich auch über viele Abonnenten und wünsche ein wunderschönes voradventliches Wochenende. Alles Liebe, bis bald. Tschüss!